Markus 5 ist wieder eine Zusammensetzung aus zwei Wundergeschichten, die Jesus getan hat. Es ist interessant, dass die eine in einem Gebiet stattfindet, wo die Menschen keine Juden waren, der Besessene und die Schweine. Und die andere findet wiederum in einer sehr jüdischen Gegend und auch an einem der jüdischen Leiter statt. Genau, und diese zwei Geschichten seht ihr jetzt als Bibelcartoon. Jesus legte mit seinen Jüngern an einem Ende des Sees an. Da kam ein Mann auf sie zu. Der Mann wurde von einem bösen Geist, einem Dämonen, beherrscht. Er war gewalttätig, lief nackt herum und lebte auf einem Friedhof. Oftmals hatten die Leute versucht, ihn mit Ketten zu fesseln, aber er hatte die Ketten immer wieder zerrissen. Dieser Mann stand nun vor Jesus. Jesus hatte den Dämonen in ihm schon befohlen, ihn zu verlassen. Er hatte nämlich nicht nur einen, sondern sehr viele Dämonen in sich. Die Dämonen bettelten Jesus an, dass er sie nicht in die Hölle schickt. In der Nähe war eine Schweineherde. Sie baten Jesus, statt dem Mann die Schweine beherrschen zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. Da verließen die Dämonen den Mann und gingen in die Schweine. Die ganze Herde stürzte sich eine Klippe hinunter und alle Schweine starben. Der Mann aber war frei und man konnte sich ganz normal mit ihm unterhalten. Als die Dorfbewohner das hörten, bekamen sie Angst und baten Jesus wegzugehen. Zu dem befreiten Mann sagte Jesus: Erzähle in der ganzen Gegend von deiner Befreiung. Erzähle allen, was Gott für dich getan hat. Eines Tages kam einer der jüdischen Leiter zu Jesus. Sein Name war Jairus. Er bat ihn: Hilf meiner Tochter. Sie ist sehr krank und wird wohl bald sterben. So ging Jesus mit zu Jairus nach Hause. Es waren viele Menschen mit ihm unterwegs. Auf dem Weg blieb er plötzlich stehen und fragte in die Runde: Wer hat mich angefasst? Seine Freunde, die Jünger, waren verwirrt. Jesus, hier sind so viele Menschen, da kann es schon mal passieren, dass dich jemand berührt. Jesus hatte aber gemerkt, dass eine Kraft von ihm ausging. Also fragte er noch einmal: Wer hat mich angefasst? Da kam eine Frau zu ihm und berichtete: Ich habe seit Jahren schlimme Blutungen. Ich dachte mir, wenn ich dich nur berühre, werde ich geheilt. Jesus freute sich. Dein Vertrauen in mich hat dich gesund gemacht. In diesem Moment war die Frau sofort von ihren schlimmen Blutungen geheilt. Jetzt kamen ihnen ein paar Freunde von Jairus weinend entgegen. Niedergeschlagen berichteten sie Jairus: Du brauchst Jesus nicht unnötig zu dir kommen zu lassen. Deine Tochter ist gerade gestorben. Jesus hörte das und ermutigte Jairus: Hab keine Angst, vertrau auf mich. Als sie bei Jairus angekommen waren, waren dort viele weinende Menschen. Er schickte sie alle weg, sodass er mit Jairus, seiner Frau und seiner Tochter allein war. Sie ist nicht tot, sie schläft nur, erklärte Jesus. Dann nahm er ihre Hand und redete zu ihr: Steh auf, Mädchen. In diesem Moment öffnete das Kind seine Augen und war wieder lebendig. Jairus und seine Frau waren außer sich vor Freude. Jesus sagte ihnen: Erzählt niemandem, was hier passiert ist.